Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Diese Sendung widmet Ihnen Bauer Druck und Medien. Der Profi im Druckwesen, der schnell, zuverlässig und preisgünstig liefert. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Angebot. Your personal print broker. Zwischen ÖVP und Grünen in der Regierung herrscht absolute Eiszeit. Jetzt wird geklagt. Die Klage liegt vor, wird eingereicht. Umweltministerin Eleonore Gewessler, die für diesen Eklat gesorgt hat, ja, die nimmt das Ganze nicht so ernst. Sie verhöhnt durch Grinsen Kanzler Nehammer. Auch Wiens ÖVP-Chef Karl Marer hat das eine oder andere Mal mit Eleonore Gewessler einen fundamentalen Streit gehabt, und er ist nicht sehr gut auf Gewessler zu sprechen. Wortwörtlich schrieb er, es ist unerträglich, dass Gewessler nach ihrem Verhalten rund um den Labautunnel in Wien erneut Ideologie über Recht stellt. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Karl Marer jetzt bei uns im Studio. Grüß Gott, danke für die Einladung. Karl Marer, wie gesagt, ist Wiens ÖVP-Obmann, und nach dem Eklat um das Renaturierungsgesetz meinte Ihr Vorvorgänger Manfred Jurecka, man sollte die Koalition mit den Grünen sofort aufkündigen. Weg mit der Regierung. Ähnlich scharf sieht es Laura Sachs-Lehner, Ex-ÖVP-Generalsekretärin und jetzt Stadträtin in Wien. Ja, wie sehen Sie das, Herr Marer? Also grundsätzlich verstehe ich Menschen, egal ob es Politikerinnen und Politiker sind oder einfach Menschen, die mich anrufen und mit denen ich spreche, wenn sie ihre Emotionen deutlich machen und aus der ersten Emotion heraus sagen, diese Regierung soll sich auflösen. Der große Wert des Kanzlers Karl Nehammer liegt aber darin, dass er nicht nur Emotionen hat, sondern dass er auch darüber nachdenkt, was sind die nächsten Schritte. Und wenn Kanzler Nehammer die Koalition aufgelöst hätte, dann hätte das dazu geführt, dass es im Parlament ein freies Spiel der Kräfte gibt, dass wir wieder Milliarden Wahlzuckerl verteilen vor dem Wahltag am 29. September. Und ich verstehe daher Karl Nehammer sehr, sehr gut, der gesagt hat, ich trage die Verantwortung nicht nur für die Volkspartei, sondern ich trage die Verantwortung vor allem für dieses Land, für diese Republik Österreich. Und wenn schon andere versuchen, Chaos zu produzieren, wie die Frau Gewessler, ich produziere kein Chaos. Das war die Aussage von Karl Nehammer. Ich stehe zu meiner Verantwortung für die Republik Österreich, und diese Bundesregierung wird das tun, was sich die Menschen erwarten, nämlich bis zum Wahltag auch zu arbeiten. Ja, vielleicht hätte er, der Kanzler, zum Bundespräsident gehen können und sagen, wir werfen Eleonore Gewessler hinaus. Das hat er auch nicht getan. Also ich denke, das wäre im Ergebnis das Gleiche gewesen. Und ich halte sehr viel davon, dass wir nicht nur aus Parteiüberlegungen handeln, sondern dass Politikerinnen und Politiker und vor allem unser Bundeskanzler Karl Nehammer hier die Verantwortung für die Republik vor parteipolitische Interessen gestellt hat. Das ist eine richtige Entscheidung. Ja, Sie haben aber gesagt, hier wird unsere Verfassung mit Füßen getreten, sagen Sie, und auch alle Koalitionsabkommen. Und Sie kennen Eleonore Gewessler. Es gab den fundamentalen Streit um den Labautunnel. Wochenlang ging es hin, her, monatelang sogar. Und auch in diesem Zusammenhang, sagen Sie, hat Gewessler alle brüskiert in Wien beim Labautunnel. Was war da und was werfen Sie hier vor? Also zunächst einmal muss man ganz klar sagen, es gibt ja Konsequenzen aufgrund des Verhaltens von Frau Bundesministerin Gewessler. Diese Konsequenzen sind rechtliche Konsequenzen. Es gibt eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof. Und es gibt vor allem auch, wie ich heute auch den Medien entnehme, bereits eine Anzeige wegen Verdacht des Amtsmissbrauches. Und hier hat die Volkspartei auch ganz, ganz klar gehandelt. Es gibt rechtliche Konsequenzen, die auch zu setzen sind. Denn Herr Wendel,
man darf ja nicht vergessen, die Frau Bundesministerin Gewessler hat sich nicht nur über einen noch aufrechten Beschluss der Landeshauptleutekonferenz hinweggesetzt, sondern sie hat ja auch dieses Verhalten gesetzt, diese Entscheidung vorgenommen in dem Gremium, in dem sie sitzt, ohne dass sie das Einvernehmen in der Bundesregierung hergestellt hat. So kann man nicht agieren, weder politisch noch rechtlich. Und die rechtlichen Konsequenzen gibt es jetzt. Was den Lobautunnel betrifft, also Ihre ursprüngliche Frage, war es ja ein ähnliches Verhalten. Es gibt ein aufrechtes Gesetz, es gibt aufrechte Vorfinanzierungen, es gibt Ausgaben, die die Republik Österreich bereits für die Planung des Lobautunnels gesetzt hat. Der Lobautunnel ist das bestgeprüfte Projekt, Straßenbauprojekt Österreichs, und trotzdem hat die Frau Gewessler sich einfach auch darüber hinweggesetzt, und Sie können sicher sein, auch dazu wird es die erforderlichen Konsequenzen geben. Ja, aber wenn man Sie so hört, klingt das schon durch. Am liebsten wäre Ihnen, wenn Eleonore Gewessler, diese streitbare Umweltministerin, weg wäre. Wissen Sie, ich bin hier sehr vorsichtig mit persönlichen Angriffen. Für mich ist Frau Bundesministerin Gewessler einfach ein Mensch, der seine Tätigkeit in NGO-Organisationen und auch die persönliche Meinung zu bestimmten Projekten in ihre politische Funktion und in ihre Verantwortung als Bundesministerin einfließen lässt und dann aber in der Tätigkeit und in der Verantwortung als Bundesministerin sich nicht um die notwendigen rechtlichen Vorgaben kümmert, indem sie zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, den Landeshauptleutebeschluss negiert und indem sie auch ganz klar das Einvernehmen in der Bundesregierung nicht hergestellt hat. Da geht es gar nicht um persönliches Einschätzen von Personen. Ich wünsche der Frau Gewessler viel Erfolg und alles Gute. Aber eines ist klar, sie muss sich auch als Bundesministerin und ganz besonders als Bundesministerin an die rechtlichen Vorgaben halten. Ja, aber es heißt ja, dass bei der Landeshauptleutekonferenz doch am Ende des Tages nicht so große Einigung geherrscht hat, denn Wiens Bürgermeister und Kärntens Landeshauptmann, zwei rote Fraktionen innerhalb der Gruppe der Landeshauptleute, hätten ja zum Schluss Ja zum Renaturierungsgesetz gesagt. Dazu muss man zwei Dinge anmerken. Es gibt einen aufrechten Landeshauptleutebeschluss. Und es gibt zwei Landeshauptleute, die nach dem Zustandekommen dieses Beschlusses nun eine andere Meinung artikulieren. Dazu ist zu sagen, dass der dritte im Bunde, SPÖ-Landeshauptmann Doskozil, nicht der Meinung seiner Kollegen aus Wien und aus Kärnten ist. Das ist einmal bemerkenswert, aber nicht unerwartet. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn Bürgermeister und Landeshauptmann Ludwig und Landeshauptmann Kaiser so überzeugt sind von dem Renaturierungsgesetz, dann hätten sie ja die Landeshauptleutekonferenz noch einmal einladen können, ihre Meinung sagen können und die Landeshauptleute überzeugen können. Das hat nicht stattgefunden. Das heißt, es gibt immer noch einen aufrechten Beschluss der Landeshauptleute. Der gilt auch, aber darüber hinaus, und wie gesagt, das ist mir besonders wichtig, in einer Bundesregierung muss man auch einvernehmlich mit anderen Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und es ist der Landwirtschaftsminister zuständig, es ist der Ministerrat als Kollegialorgan zuständig. Also hier hätte Bundesministerin Gewessler ganz klar handeln müssen und sich an die rechtlichen Vorgaben halten müssen. Das ist nicht geschehen und das braucht rechtliche Konsequenzen. Noch eine Frage zum Renaturierungsgesetz. Wien, wie gesagt, hat mit Bürgermeister Ludwig jetzt zugestimmt. Wie will man in Wien eigentlich 20% renaturieren? Den Donaukanal zurückbauen oder was? Wie stellt man sich das vor? Das wird Bürgermeister Ludwig erklären müssen letztlich. Und ich glaube, viel an Wasser wird noch die Donau runterrinnen, bevor diese Vorhaben auch tatsächlich umgesetzt werden. Jetzt schauen wir mal, was die Instanzen in Europa zu unserer Nichtigkeitsklage sagen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja das schon vor dem Auftritt der Bundesministerin Gewessler angekündigt, dass es hier ein Problem gibt. Und ich denke, die europäischen Instanzen werden hier auch zu urteilen haben. Und dann werden wir sehen, was überhaupt am Tisch liegt. Ja, doch noch mal zurück zur Eingangsfrage. Manfred Jurecka, Ihr Vorgänger, meint eben, Koalition aufkündigen. Laura Sachs, Lena
argumentiert in die ähnliche Richtung. Sie sagen, nein, es ist klug, dass der Kanzler so entschieden hat, wie er entschieden hat. Dabei bleibt's. Emotionen in der Politik sind wichtig. Gerade ich bin ein Mensch, der viel Gefühle zeigt und auch viel Gefühle hat. Aber bei Entscheidungen, wo es wirklich um große Tragweiten geht, nämlich um die Arbeitsfähigkeit der politischen Organe in Österreich, hat Karl Nehammer genau die richtige Entscheidung getroffen. Nämlich einerseits rechtliche Konsequenzen zu ziehen und zu verlangen. Die sind ja derzeit auch im Gange. Und auf der anderen Seite aber politisch so klug zu handeln, dass er sagt, ich stürze dieses Land nicht ins Chaos. Denn Karl Nehammer steht für Verlässlichkeit, steht für Anschlagqualität und Karl Nehammer steht dafür, dass Politiker das tun, wofür sie bezahlt werden, nämlich zu arbeiten. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. 3 Monate sind es ja noch bis zur Nationalratswahl. Es kann noch viel passieren und es kann vor allem auch noch viel gestritten werden in dieser Koalition. Wir warten auf weitere Überraschungen. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, Gewalt in Wien. Gestern gab es diesen Zwischenfall mit einem Mann, der mit einem Messer durch den 20. Bezirk gelaufen ist. Er wurde dann von der Polizei erschossen. Davor gab es schon einen Rumänen, der seine Lebensgefährtin mit einer Hacke getötet hat. Auch da gab es einen Schusswechsel. Die Gewalt nimmt zu. Sie waren stellvertretender Landespolizeichef. Sie kennen die Polizei und die Zustände in dieser Stadt. Wie schaut es tatsächlich aus in Wien? Also ganz klar ist, dass man zu den aktuellen Fällen derzeit noch gar nichts sagen kann. Hier liegen keine Ermittlungsergebnisse am Tisch und da möchte ich mich auch nicht in irgendwelche Überlegungen versteigen. Klar ist, und da haben Sie völlig recht, die Gewaltsituation in bestimmten Bereichen hat zugenommen. Das sind insbesondere die Bereiche der Schulen. Das macht mir besondere Sorge. Aber es ist auch der Bereich bestimmter öffentlicher Räume in Wien, Parkanlagen, Verkehrsknotenpunkte. Und dort müssen wir ganz einfach noch aufmerksamer sein, was die Probleme betrifft, die in der Wurzel des Übels liegen. Und die Wurzel des Übels, das sage ich immer wieder und manchmal auch, wenn Sie mich einladen, Herr Wendel, die Wurzel des Übels liegt ganz einfach im Bereich der Bildung und der Integration. Denn ein Großteil der Menschen, die hier Gewalt ausüben, gerade der jungen Menschen, die Gewalt ausüben, das sind Personen, die einen schlechten Bildungsstand haben, die teilweise am Arbeitsmarkt keinen Platz finden. Und warum schaffen sie das alles nicht? Weil wir schon im Kindergarten in der Deutschförderung versagen. Wir haben derzeit bereits 18.000 außerordentliche Schüler in der Volksschule. Das sind Kinder, die Deutsch so schlecht sprechen, dass sie dem Regelunterricht nicht folgen können. Wie wir vor einem Jahr eine Diskussion hatten, Herr Wendel, waren das noch 11.000 Kinder. Jetzt sind es bereits 18.000 Kinder in der Volksschule. Die kommen also jetzt mit ganz schlechten Deutschkenntnissen in die Schule und waren 2 Jahre großteils im Kindergarten. Was heißt das? Wir haben im Kindergarten nicht die erforderliche Vorbereitung für die Schule. Und das ist auch ganz klar, wenn Stadtrat Wiederkehr versprochen hat im Regierungsprogramm, es wird statt 300 Sprachförderkräften 500 geben. Derzeit gibt es noch immer 300 vollbeschäftigte Sprachförderkräfte und sogar die 500 wären zu wenig. Das heißt, Stadtrat Wiederkehr hat ein Versprechen gebrochen. Das ist ganz, ganz eindeutig. Und an das muss man ihn auch erinnern. Und das bedeutet, wenn die Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in die Schule kommen, dann dem Unterricht auch in den folgenden Jahren kaum folgen können, ist das Ergebnis, dass, was ich immer sage, 8 von 10 Kindern schaffen in Wien die Bildungsziele nur teilweise oder gar nicht. Und damit ist Wien jetzt an der Spitze der Jugendarbeitslosigkeit in den deutschsprachigen Metropolen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in Wien von etwa 17% bei den 16- bis 24-Jährigen. Und was heißt das dann wieder? Wenn die Menschen keine Perspektive haben, keine Hoffnung haben, dann hängen sie in den Parkanlagen herum. Das sehen wir im öffentlichen Raum sehr oft. Und dann sind sie anfällig für Gruppen, die ihnen Wertschätzung geben. Nur sind es Gruppen von Drogendealern, das sind Gruppen von Gewalttätern, die auf einmal Jugendgruppen und Jugendbanden entwickeln. Und dann haben wir das Ergebnis, dass wir in einigen Stadtteilen von Wien, insbesondere im zentralen Bereich von Favoriten haben, nämlich Gewaltattacken im öffentlichen Raum. Das heißt, wenn wir mehr Sicherheit wollen und wenn wir garantieren,
garantieren wollen, dass Wien eine sichere Stadt bleibt in allen Bereichen, dann müssen wir in Bildung und Integration nicht nur investieren, sondern wir müssen vor allem umdenken. Wir brauchen eine konsequente Haltung. Wer sich an die Werte nicht hält, die bei uns in Europa, in Österreich und in Wien gelten, hat auch keinen Platz in Wien. Das heißt, Abschiebung, wie es jetzt diskutiert wird, auch nach Syrien, Afghanistan, Irak und diese Länder. Selbstverständlich sind diese Initiativen von Innenminister Karner ganz genau zu prüfen. Natürlich sind sie auch rechtlich zu überprüfen. Ich bin der Erste, der fordert, alle Maßnahmen müssen auf rechtsstaatlichem Boden sein. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss auch diese Themen ansprechen, wenn man weiß, dass es zum Beispiel in Syrien sehr wohl sichere Bereiche gibt. Und wenn man auch weiß, dass derzeit 70% der Menschen, die zu uns kommen, gar keinen Fluchtgrund haben, nämlich einen Fluchtgrund im Sinne Asyl. Sie haben Gründe der wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Sie wissen, dass es in Europa auch attraktiver ist zu leben als in Afrika. Gerade aus dem afrikanischen Raum sehen wir das. Aber das kann keine Haltung von Europa sein. Wir können nicht alles unter dem Motiv Asyl unterordnen, wenn wir wissen, dass 70% gar nicht mit dem Rechtsgrund Asyl kommen. Und eines ist auch klar, das sehen wir immer mehr und vor allem in Wien. Die Menschen, die zu uns kommen in den letzten Monaten und Jahren, sind immer mehr Menschen, die nicht in den Arbeitsmarkt zuwandern wollen, sondern schlicht und ergreifend ins Sozialsystem. Und da liefert leider Wien einen aufgelegten Elfmeter, um im Fußballdeutsch zu bleiben, denn in Wien gibt es einfach überbordende Sozialleistungen. Sie müssen sich vorstellen, ein subsidiär Schutzberechtigter bekommt in Niederösterreich, aber auch im Burgenland 400 Euro Grundversorgung. Und Wien zahlt ihm 1156 Euro Mindestsicherung. Na, was wird sich der Mensch denken? Der wird natürlich dorthin gehen, wo er mehr Geld bekommt. Und was bedeutet das wiederum? Dass die Communities immer stärker werden in Wien und dass wir manchmal bereits sehen in bestimmten Stadtteilen, dass sich Parallelgesellschaften entwickeln. Und wir wissen aus internationalen Beispielen, aus Parallelgesellschaften werden Gegengesellschaften. Das heißt, wir brauchen einen Stopp der illegalen Migration. Da sind wir in Europa ja durch die Volkspartei unterwegs und durchaus erfolgreich unterwegs. Aber wir brauchen auch einen Stopp der Migration aus den Bundesländern nach Wien. Und darum fordere ich nichts anderes, als dass Wien nicht mehr zahlt als zum Beispiel Niederösterreich oder das Burgenland. Ja, dazu vielleicht ein paar Zahlen. Wien beheimatet 21% der österreichischen Bevölkerung. Das ist ein beachtlicher Wert. 40% der österreichischen Arbeitslosen sind in Wien beheimatet und 66% der Mindestsicherungsbezieher. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die überbordende Zahl der Sozialleistungen das größte Problem, das Wien momentan hat. Ganz genau. Und wenn Sie allein die Zahl der Arbeitslosen sich anschauen, 1970 waren das 15% der Arbeitslosen Österreichs waren in Wien. Jetzt sind es 40%. Ja, das ist ja letztlich auch eine Frage des gesamten Sozialsystems. Und ich kenne viele Menschen, ich führe ja derzeit eine Kampagne, die heißt Reden wir über Wien. Da telefoniere ich mit Menschen, schreibe mit Menschen, die geben mir ihre Rückmeldungen. Wissen Sie, was mir sehr, sehr viele sagen? Ich komme mir schon langsam blöd vor. Ich mache den ganzen Tag, mache ich Leistung, biete ich meine Leistung, stehe in der Früh auf, arbeite den ganzen Tag. Und am Ende des Tages schaue ich mich um und sehe, dass es Menschen gibt, die arbeiten können, die gesund sind, die mitten in der Kraft ihres Lebens stehen, aber die einfach nichts arbeiten und aus der Kombination Arbeitslosengeld und geringfügiger Beschäftigung dasselbe verdienen, wie ich, der 40 Stunden verdient. Das ist Originalzitat zahlreicher Anrufer, die mich verständigen und die mir einfach ihr Leid klagen. Und da müssen wir umdenken. Auf Bundesebene, gar keine Frage, ist auch eine Aufgabe fürs nächste Regierungsprogramm. Aber auch, was zum Beispiel die Kontrolle betrifft, in Wien, was können wir tun, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen? Und wissen Sie, wir haben heute auch diskutiert mit Journalistinnen und Journalisten und haben festgestellt, die SPÖ war früher eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ganz früher der Arbeiterinnen und Arbeiter. Heute hat man manchmal den Eindruck, die SPÖ ist die Partei der Arbeitsvermeider.
Und da muss in einer Leistungsgesellschaft Schluss sein. Wir bekennen uns dazu, dass wir allen Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Das ist eine selbstverständliche Verpflichtung. Aber wenn ein Mensch selbst leisten kann, aber zu rechnen beginnt, ob es nicht vielleicht attraktiver ist, im Sozialsystem zu bleiben, als zu arbeiten, dann läuft hier etwas falsch. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, dass das wieder anders wird. Also nicht mit 100 km/h Vollgas in die 32-Stunden-Woche, sondern 40 Stunden und mehr. Wir brauchen nur bei dem bleiben, was sozusagen gesetzliche Vereinbarung ist. Da braucht es kein mehr. Es braucht nur ein Einhalten dieser Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube, Herr Wendel, wir kennen beide viele Menschen, bei denen es selbstverständlich ist, dass sie eben in der Früh aufstehen, arbeiten, eine Leistung bringen und Geld verdienen. Aber leider gibt es immer mehr Menschen, die einfach im Rechenmodell sehen, dass für sie die Nichtarbeit oder die wenige Arbeit attraktiver ist als die Vollarbeit. Und das müssen wir überdenken. Und da wissen Sie, hat Karl Nehammer zum Beispiel im Österreich-Plan auch diese Überlegung, den Vollzeitbonus einzuführen, also auch die Menschen zu belohnen, die auch wirklich sich bekennen zu Leistung. Und da hat er zum Beispiel auch die Idee, Überstunden nicht mehr zu besteuern, weil das sind Menschen, die sind bereit zu arbeiten. Das sind Polizistinnen und Polizisten, das sind Pflegerinnen und Pfleger, das sind viele Menschen, die unser System aufrechterhalten. Und die soll man nicht zusätzlich bestrafen, sondern denen soll man Anreize geben dafür, dass sie arbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig. Letztlich kann ja Arbeit und soll Arbeit auch Erfüllung sein. Ja, jetzt zum Schluss noch eine Frage zu den Grünen. Sie haben ja schon den einen oder anderen Streit mit Grünen auch in Wien gehabt. Ich erinnere nur, vor genau einem Jahr sind Sie mit dem Handy durch die Maria-Hilfer-Straße und haben auf Missstände dort aufmerksam gemacht, weil Betrunkene in Hauseingängen liegen, Obdachlose auf Parkbänken. Sie haben das mit einem Video gefilmt und der grüne Bezirksvorsteher kam und hat gesagt, sie führen auf diese Art und Weise arme Menschen vor. Ja. Da muss man zwei Dinge dazu sagen. Das Video habe nicht ich gedreht, sondern das hat der grüne Bezirksvorsteher bzw. sein Mitarbeiter gedreht. Ich habe es nicht gedreht, das muss man einmal klarstellen. Und zum Zweiten, das, was ich damals angeprangert habe, dass es nicht menschenwürdig ist, dass Obdachlose auf den Straßen liegen müssen. Also es ist nicht nur ein Ärgernis für die Anrainer dort und für die Geschäftsleute und die Unternehmer und die Mitarbeiter. Es ist nicht menschenwürdig für die Obdachlosen selbst. Das habe ich damals auch so ausgeführt. Herr Wendel, nach einem Jahr kommen jetzt die Leute und sagen, eigentlich hat der Karl Marer völlig recht gehabt. Denn was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Die Stadt Wien hat nichts geändert in der Betreuung der Obdachlosen. Die Stadt Wien sagt immer noch, im Sommer gibt es einfach nicht so viele Quartiere wie im Winter, weil im Sommer ist es ja nicht kalt, da braucht man die Leute nicht zu unterbringen. Und ich sage Ihnen, dass die Hitze im Sommer eine größere Gefahr ist für die Obdachlosen als vielfach die Kälte im Winter und fordere, dass man die Unterbringungsquartiere nicht an Jahreszeiten bindet, sondern einfach sagt, wenn wir so viele Menschen aus verschiedenen Ursachen auf den Straßen liegen haben, dann müssen wir mehr Unterbringungsplätze schaffen. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter. Wir brauchen eine bessere Erreichbarkeit der Sozialarbeiter. Und wir müssen Obdachlosen-Situation nicht nur verwalten, sondern wir müssen den Menschen helfen, aus der Situation rauszukommen. Das sind unsere Forderungen. Ein Jahr ist nichts passiert und jetzt muss etwas passieren. Ich bin hier in Gesprächen mit dem Stadtrat Hacker und ich hoffe, dass wir ihn auch mit unserem Druck und mit dem Druck der Menschen, die jetzt zum Beispiel auch in der Sache bei mir anrufen, dass wir hier den Druck so erhöhen, dass auch Stadtrat Hacker zur Erkenntnis kommt, es muss hier in der Betreuung der Obdachlosen etwas geschehen, damit die Situation im öffentlichen Raum für alle Beteiligten auch wieder erträglich wird. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview. Das war Karl Marer, Wiens ÖVP-Chef. Und er sagt, es war an sich eine kniffelige, aber gute Entscheidung, dass Bundeskanzler Karl Nehammer die Koalition nicht aufgekündigt hat. Und er, Karl Marer, wird bei seiner Politik bleiben, die da heißt, hinschauen statt wegschauen. Danke vielmals für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Wendel. Print matters.
wenn es um eine ausgewogene Meinungsbildung geht. Wir sorgen dafür, dass Zeitungen, Magazine, Bücher, Werbe- und Geschäftsdrucksorten leistbar bleiben. Bauer Druck und Medien. Your personal print broker.